Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit dem Thema Korrosion als große Überschrift im Bereich der Verpackungstechnik. Ja, und tatsächlich werden Sie damit Berührungspunkte haben, auch in der Zukunft. Sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so aus, aber ja, es kann tatsächlich vorkommen. Das möchte ich Ihnen auch beweisen. Darum darf ich Sie hier zu einem Edeka-Markt führen. Ich bin nicht verwandt, verschwägert, hätte auch jeder andere sein können. Aber da beginnt unsere Geschichte. Und wenn wir dort reingehen, dann schauen wir uns mal, gehen wir durch die Regale, wir kaufen ganz, ganz viel ein und dort sehen wir, in der Nähe gibt es ein Glas mit Kühne Maiskörbchen. Ich habe tatsächlich noch keine Maiskörbchen probiert, jedenfalls nicht bewusst, wahrscheinlich schon mal auf halbem Schnittchen. Und ja, wenn man da ein bisschen näher rangeht, schaut man sich das Ganze an und da finden Sie etwas, was irgendwie sehr komisch aussieht. Das sieht aus, dieser Deckel. Dieser Twist-Off-Verschluss, den wir dort haben, der hat Unregelmäßigkeiten an der Oberfläche. Das sind so Adern, die sich dort senkrecht zur Umfangsrichtung irgendwie entlangziehen. Das kann man erkennen. Und ja, man muss gar nicht so weit gehen, denn diese Adern findet man auch in anderen Gläsern. Wir haben hier bei Kühne ein bisschen eingekauft. Da haben den Gläsern auch ein paar Namen gegeben. 1, 2, 3. Aber auch in anderen Bereichen hier. Das ist eine Twist-Opferschluss der Marke Mai Tai. Hört sich eher wie ein Getränk an als Gürkchen. Aber auch dort finden wir im oberen Bereich solche Unregelmäßigkeiten. Ja, jetzt haben Sie natürlich immer ein gewisses Problem, dass Sie in der als Verantwortliche für so einen Bereich immer sagen müssen, Mensch, der Kunde hat hier reklamiert, Edeka, Klausen, wer auch immer, haben hier reklamiert und haben gesagt, Leute, das sieht hässlich aus, das kriegen wir so nicht verkauft. Das, gehört das so? Und dann würde man sagen, nein. Und dann fragt sich, ja, was hat denn das? Hat das negative Beeinflussung für mein Produkt selbst? Was kann ich denn machen, um das zukünftig zu vermeiden? Also man muss sich ein bisschen dazu Gedanken machen. Das war eigentlich so meine Motivation und auch die Aufgabenstellung an Sie. Was kann man denn damit tun, um das eben in Zukunft zu vermeiden? Also dazu muss man sich erstmal wie ein Detektiv sich das Ganze erstmal anschauen. Licht, optische Begutachtung, Sie erinnern sich an den kleinen Sherlock Holmes hier mit einer Lupe. Man kann sich natürlich auch das Produkt genau anschauen. Man kann eine sensorische und eine analytische Begutachtung machen. Man kann sich dann auch den Werkstoff etwas genauer anschauen. Man macht sozusagen eine Pathologie der Werkstoffe. Die Pathologie der Werkstoffe, Sie alle kennen das aus irgendwelchen Krimis, da werden dann irgendwelche Leichen aufgestimmt. Man schaut halt nach, gab es ein Fremd Einfluss, sind die eines natürlichen Todes gestorben, was ist da genau passiert? Und das werden wir in diesem Fall mal machen. Und dann werden wir alle diese Mosaiksteinchen zusammenpacken und versuchen daraus eine Bewertung abzuleiten. Ja, lichtoptische Begutachtung, die macht man mit einem Stereomikroskop, mit einem digitalen Mikroskop, hier mal klein dargestellt. Sensorische und analytische Begutachtung kann man einiges tun und am Ende die metallographische Untersuchung, das ist unsere Pathologie. Das heißt, wir schneiden diese Bereich, diese Twist-Off-Verschlüsse im Bereich der Unregelmäßigkeiten auf. Dort, wo die wurmartigen Fortsätze im Twist-Off-Verschluss sind. Schauen wir an, was ist denn das überhaupt? Ja? Und ja, fangen wir mal ein ganz kleines bisschen auf. Jetzt kommt eigentlich der wesentliche Teil. Das ist die lichtoptische Begutachtung. Das ist mal exemplarisch dargestellt ein Deckel ist die Verschlussoberseite der Probe 3, das ist die Verschlussunterseite dieser Probe 3. Man kann hier schon erkennen, es gibt hier in diesem Bereich, guck mal, da gibt es solche Adern. Und auch in diesem unteren Bereich findet man eben solche Adern, die man hat. Und ja, das in der Übersichtsaufnahme ist es schlecht darzustellen, aber man guckt sich nochmal diese Bürdelung an im Twist-Off-Verschluss und hier kann man sehr schön diese Krampfadern fast an dem Deckel sehen. Und ja, die haben ihren Ausgangspunkt so ein bisschen auch, so scheint es zumindest mal, auch an der Unterseite. Was ist denn da genau passiert? Vielleicht haben Sie schon eine Idee. Schreiben Sie sich auf. Leiten Sie mir eine Maßnahme, eine konkrete Maßnahme zur Vermeidung, bitte. Ja, ich möchte es erklärt haben. Was Sie natürlich im Betrieb machen können, Sie rufen den Hersteller dieser Twist-Opferschlüsse an und die werden Ihnen natürlich sagen, ja, das hatten wir noch nie. Wissen wir auch nicht, wo es herkommt. Also, ich habe meine Erfahrung damit gemacht. Meine Erfahrungen waren halt immer, dass die Hersteller sich da ganz, ganz schnell raus diskutieren. Und man steht halt immer da und hat das Gefühl,
so richtig ehrlich und offen war dieses Gespräch nicht. Hier nochmal die Detailaufnahme der Verschlussinnenseite, auch im Detail dargestellt. Und da kann man schon ein kleines bisschen erkennen. Schauen Sie mal hier. Für mich, da ist so ein kleines bisschen auch so in Stellen, da scheint schon eine Beschichtung abgeplatzt zu sein. Was ist denn da genau passiert? Und wenn man das Ganze entsprechend macht, dann geht man hin und beschreibt das erstmal. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und man spricht hier über eine fadenförmige Ausprägung. Ja, das, was ich eben als wurmartig beschrieben habe, ich jetzt tatsächlich worm-like beschrieben, sagen die hier, ist eine fadenförmige Ausprägung. Fadenförmig wird für mich jetzt noch ja, sehr harmlos. Ja. Wir haben unterschiedliche Ausmaße, Durchmesser bis zu 0,3 mm und der Beginn ist an der Bördelung. Hier nochmal dargestellt, das kann man hier sehr schön erkennen. Ja, dann legen wir ein paar Proben fest, wir wollen eine metallographische Untersuchung machen, also die Übersichtsaufnahme des Deckels. Da haben wir das Ganze dann nochmal diesen Deckel geschnitten und das Ganze, dieses Dreieck markiert eigentlich nur, welche Seite ich denn untersuchen möchte. Das heißt, ich nehme tatsächlich diese Probe und diese Seite, die ich dort habe, die wird dann eben beschliffen. Und ja, das ist, hört sich immer so einfach an, aber so ein Schliff ist relativ aufwendig. Man muss das Ganze erstmal ein bisschen vorschleifen mit entsprechendem Schleifpapier. Dazu muss man das Ganze dann auch nochmal einbetten in eine Epoxidharzmasse. Das sieht man, sieht so ein bisschen aus wie diese klare Matrix, in der das eingebettet ist. Dann muss es geschliffen werden. Das macht man eben auf einer Schleifscheibe. Das ist die Schleifscheibe, die dreht sich. Da kommen unterschiedliche Schleifpapiere drauf. 80er Körnung, 100, 20er, 200, 400, 600, 800 Körner. Und damit soll die Oberfläche wirklich ganz, ganz glatt gezogen werden. Am Ende des Tages wird die Oberfläche dann auch nochmal entsprechend gereinigt mit Methanol. Und Entschuldigung, einen wichtigen Schritt habe ich vergessen, es wird auch noch poliert. Denn es reicht nicht nur, diese Proben zu schleifen, selbst mit einer ganz, ganz feinen Schlürfung, Papier, 600, 800 Papier. Man nimmt am Ende noch ein Lammfeld, was man auf diese Schleifscheibe spannt. Dazu kommt eine Diamantpaste, ja, tatsächlich Diamantpaste, da sind ganz, ganz kleine Diamanten mit drin. Und dann wird das Ganze entsprechend poliert und die Oberfläche ist dann so glatt, dass man sich drin spiegeln kann. Und wenn man dann hingeht und etwas alkoholisierte Salpetersäure nimmt, man nimmt dazu einen Wattebausch, tunkt den in ein bisschen so 10%ige Salpetersäure rein und geht leicht über die Oberfläche, lässt das 2 bis 3 Sekunden einwirken und nimmt dann VE-Wasser und spült die Oberfläche dann ab, dann hat man eine Art von Ätzung und diese Ätzung sorgt dafür, dass die Mikrostruktur des Werkstoffs, die besteht nämlich aus einzelnen Kristallen, sichtbar gemacht wird. Das erreicht man dadurch, dass diese einzelnen Kristalle, der Stahl besteht tatsächlich aus Kristallen, die nennt man nur nicht Kristalle, sondern Körner, unterschiedlich stark angeätzt werden und damit unterschiedliche Reflexionen hervorrufen, wenn eben Licht auf die Oberfläche strahlt. Und das Ganze macht eben die kristalline Struktur sichtbar. Ja, das ist eigentlich so dieser Vorgang des Ätzens. Er hat es nicht mit Wattebausch gemacht, sondern in dem Fall ist es mit vorschriftsmäßig mit einer Zange in ein Alkoholbad oder alkoholisierte Salpetersäure getaucht worden. Ja, so sieht die Probenpräparation aus. Jetzt gucken wir uns mal ganz ein bisschen nochmal an. Das ist so die Schnittstelle des Schliffes 3 an der Probenunterseite. Wir gehen also genau senkrecht zu diesen Fäden. Und wenn man das Ganze macht, darum ist diese Übersichtsaufnahme eigentlich ganz, ganz charmant, so finde ich, dann kann man erkennen, guck mal, das hier unten an der Unterseite kann man hier eine kleine dünne Schicht erkennen. Das ist nämlich die Schicht der Beschichtung, die oben drauf ist. Und was man hier so sieht, das sind so einzelne Kristalle. Wenn man sich das hier genauer anschauen würde, würde man feststellen, das sind einzelne Kristalle. Ich male das mal hin. Ja. Kristalle sind so die einzelnen Kristalle. Und wenn man die ganz, ganz klein macht, dann kann man den Werkstoff erkennen. Aber auf der Innenseite, das ist nämlich dann die Innenseite. Das ist die Außenseite. Da kann man tatsächlich, muss ich genau aufpassen. Nee, das ist, das wäre die, das ist die Außenseite, das ist der Deckel. Und das ist so eigentlich die Bördelung. Also Außenseite ist wahrscheinlich ein bisschen, Außenseite heißt dann in dem Fall,
muss ich drüber schauen, wenn das der Riss wäre. Jetzt mache ich mal weg, das wäre, glaube ich, so. Jetzt ziehen wir nochmal andersrum. Das machen wir mal weg. Das ist soweit richtig mit den Kristallen. Aber im Prinzip ist das, damit es nicht verwirrend ist, zack, mache ich noch hin, den Stift, genau. Das, dieser Bereich, den wir hier haben, ist tatsächlich genau, ist genau hier, dann ist das eben an der Außenseite. Ja? Ist so, das ist an der Außenseite. Und genau durch diese Ader, die ich durchstelle, kann ich eben feststellen, das ist eben auch die Beschichtung, die ich hier habe. Und unterhalb der Beschichtung ist etwas passiert. Das Material ist korrodiert. Und schauen Sie sich das mal an. Genau dieser wurmartige Fortsatz, dieser Faden, der ist ja erhoben, der ist ja auf dieser Oberfläche, geht das ja nach oben, der ist gefüllt mit Korrosionsprodukten. Die Korrosionsprodukte, die Sie natürlich aus der Reaktion dieses Stahls hier ergeben, haben ein höheres Volumen, die Oxidationsprodukte, ein höheres Volumen als der normale Stahl. Darum bläht sich das Ganze auf und darum bildet er eben diese fadenförmigen Fortsätze, die er hat, und die sorgen eben zur Ausbeulung und die sehen halt eben im dreidimensionalen Bild fadenförmig auf. Also lassen Sie mich mal so sagen, dass der Grund, wenn ich in diesen Faden hineinstechen würde, würde ich feststellen, da sind Korrosionsprodukte drin. Das heißt, irgendwie muss das was mit Korrosion zu tun haben. Und wir können uns noch ein paar andere Dinge anschauen. Man sieht hier die verschiedenen Produkte an verschiedenen Stellen. Man kann auch ganz klar erkennen, wo das Material aufgelöst worden ist. Nämlich in diesem Bereich gibt es hier einen entsprechenden Korrosionsangriff. Und hier sind die Korrosionsprodukte, die dann eben so sehr voluminös sind und eben zu diesen Aufwerfungen führen. Ja, und jetzt kann man auch noch ein paar andere Schliffe machen. Guckt sich diesen Schliff mal an, um genau wirklich dorthin zu gehen, in diese Bürdelung, weil wir haben ja gefühlt gesehen, haben gesagt, das startet alles innerhalb dieser Bürdelung. Und wenn man sich das Ganze anschaut und schaut sich diese Bürdelung an, dieses Twist-Off-Verschluss, dann kann man hier erkennen, Beschichtung der Deckelinnenseite, die ist hier so ein bisschen, vielleicht kann man es ganz klar erkennen, so eine Welle, ich versuche das mal hier ganz kurz so nachzuzeichnen, da ist eine Welle und die ist tatsächlich, hat sich gelöst, gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Ja, weil in der Darstellung kann man relativ wenig erkennen, diese Bürdelung. Hier sieht man sehr schön das, diese Beschichtung, die man hier erkennt. Und man erkennt aber auch an dieser Stelle, dort ist das Ganze aufgerissen. Und jetzt sage ich Ihnen, was passiert. In dem Moment, wo ich einen Deckel habe und ich habe ihn mit einer organischen Beschichtung überzogen, das ist ja ein Überzug, den ich dort hoffe. Das ist kein metallischer Überzug, so wie wir ganz am Anfang gesehen haben, eine verchromte Oberfläche. Und dann gehe ich hin und forme das Ganze um, ich bürdel den. Das ist wirklich ein mechanischer Prozess, wo ich die Kante umbürdel, dann entstehen Spannungen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Stab und biegen diesen Stab. Dann entstehen an der Außenseite Spannungen. Und wenn diese Spannungen an der Außenseite zu groß werden, dann kann diese Beschichtung diesen Spannungen nicht mehr folgen. Dann platzt die auf. Und was denken Sie, was passiert, wenn hier etwas aufplatzt? Genau, dann kann dort Wasser eindringen. Dann kann dort Feuchtigkeit aus dem Innenraum eindringen. Sauerstoff habe ich irgendwie auch im Kopfraum immer, den kriege ich nie komplett sauerstofffrei. Und dann kann es dort anfangen zu korrodieren. Denn Sie haben gelernt, dass überall dort, wo ich Sauerstoff habe, ja, dass dort eben Elektronen aufgesaugt wird und dass das Material, der Eisen, sich dort auflöst. Und genau das ist das, wir reden hier über eine Korrosionsform, wo die Beschichtung versagt hat. Und diese Korrosionsform, das erscheint fadenförmig ist. Und darum heißt das Ganze fadenförmig, hört sich jetzt auch nicht besonders akademisch an. Darum hat man versucht, das Ganze nochmal auf ein neues Level zu heben, weil es auch halt echt nicht so oft vorkommt. Habe ich auch lange gewartet auf so einen Schaden. Der heißt dann Filiform Corrosion, fadenförmige Korrosion. So sieht das Ganze aus. Und ja, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, also wir haben diese Unregelmäßigkeit, diesen Fäden als Korrosion festgestellt. Wir haben sogar, wissen sogar, das heißt, dass dieser Korrosionsform hat einen besonderen Namen bekommen. Die heißt nämlich Filiform Corrosion. Die entsteht aufgrund von einem Spalt. Wir haben fadenförmiges Aussehen und der Ausgangspunkt ist an der Bürdelung. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was hier im Eigentlichen passiert. Da habe ich eine englische Darstellung von Coated Alloy. Das wäre jetzt unser beschichteter, unlegierter Stahl. Und da passiert eigentlich Folgendes.
wir haben hier sozusagen einen Schwanz, den Tail, und vorne haben wir einen Kopfbereich, den Front und the Back of the Head. Im Front of the Head, dort eben löst sich Eisen auf, weil hinten am Tail, da ist der ganze Sauerstoff, wird ja immer nachgeliefert. Und so kommt das Ganze, dass sich alles diesem Track nach oder diesem Tail nach weiter nach vorne durchkorrodiert. Wie gesagt, außerhalb des Spaltes, das ist das, was hinten passiert, dort bilden sich Hydroxidionen. Im Spalt selbst löst sich das Eisen auf und dann bilden sich Korrosionsprodukte. Das sprengt halt eben den Stahl. Und das Ganze kann man eben in diesem Bereich hier erkennen. Vorne im Kopf, da löst sich Eisen auf. Hinten in dem hinteren Bereich, da kommt immer der Sauerstoff und der saugt im Prinzip die Elektronen auf. Ja, und das ist so ein bisschen diese spezielle Korrosionsform, die wir hier so haben. Das könnte man auch anders darstellen anstatt Sonderbeschichtung. Stellen Sie sich vor, einfach, Sie haben hier Sauerstoff und Sie haben hier Wasser. Und das ist hier die Beschichtung, die ist hier kaputt. Dann außerhalb wird das Eisen aufgelöst und innerhalb fängt der Stahl dann an zu korrodieren. Also eine ganz spezielle Korrosionsform. Und was könnte man hier nochmal machen? Ja, die Ursache für diese spezielle Korrosionsform ist eigentlich der Formgebungsprozess. Denn der sollte so gestaltet sein, dass die Beschichtung sich nicht ablöst und den unlegierten Stahl unterhalb der Oberfläche eben einem Korrosionsangriff aussetzt. Der kommt nämlich, weil ich habe ja innen drin meine Maiskölbchen, da ist halt, die sind in der Lösung drin, da ist Sauerstoff drin, da ist Wasser. Da habe ich fast 100%ige Luftfeuchtigkeit. Und dieser Formgebungsprozess, der muss eben Spannungsänderung eben berücksichtigen. Und jetzt sage ich Ihnen was. Es gibt eine DIN-Norm und fand die DIN-Norm ungeeignet. Da würde ich jetzt erstmal gar nicht so sicher mehr, was diese DIN-Norm war. Es gibt eine DIN-Norm, die lässt sich, da kann man eben eine Prüfung auf Filiformkorrosion überprüfen. Was machen die denn? Die nehmen eine Prüfung, die nehmen diese vorgefertigten Twist-Off-Verschlüsse, lagern die entsprechend aus und schauen dann nach, ob diese Beschichtung hält, ob da irgendwelche Ablösungen sind, ob die Beschichtung wirklich auch in der Lage ist, nach dieser Formänderung die Oberfläche des undigierten Stahls ausreichend zu bedecken. So, und das ist nicht gemacht worden in diesem Prozess. Das heißt, die Lieferspezifikationen sind einfach komplette Asche gewesen. Das darf man einfach mal so sagen an alle diejenigen. Und das ist halt extrem wichtig, wenn Sie in einem Unternehmen sind und Sie haben so eine Reklamation, dass Sie eben wissen, hey, das ist eine spezielle Art der Korrosionsform. Oder eine spezielle Art der Korrosion, die ist fadenförmig, die heißt Filiform Corrosion. Und um jetzt das zu beweisen, wie man so etwas beweist, haben sich gesehen, Schliff durchsetzen, feststellen, da sind eben Korrosionsprodukte unterhalb dieses Fadens. Und wenn man das Ganze ein bisschen weiterspinnt und sagt, was lerne ich denn daraus? Man lernt eben daraus, dass man eben in seine Lieferspezifikation hineinschreibt, dass diese Produkte, diese Twist-Off-Verschlüsse, eben geprüft werden müssen. Ganz, ganz seltenes Beispiel, habe ich gar nicht so oft gesehen, können sich eigentlich jetzt auf die Schulter klopfen, wenn Sie das so ein bisschen verstanden haben. Mir hat es an der Stelle ein bisschen Spaß gemacht und es gibt noch ein riesiges Thema, was ich aber nicht mehr heute mit Ihnen machen möchte, sondern das Thema korrosionsbeständige Stähle. Wir reden also dann nicht mehr über unlegierte Stähle, sondern über den Kochtopf, über einen X5 Chromni 1810 oder 1.4301, weil das sind Stähle, die werden Sie sowohl in der Verpackungstechnik bei den Maschinen irgendwie kennenlernen, als aber auch bei, ja, im EW-Labor haben Sie es vielleicht kennengelernt. Denn Sie sollten sich natürlich im Klaren sein, warum korrodiert mein Kochtopf eigentlich nicht? Und ich darf Ihnen jetzt schon mal vorweg auf den Weg geben, das ist das Element Chrom. Und dieses Element Chrom, der sorgt eben dafür, dass Sie auch eine Deckschicht ausbilden, eine Chromoxidschicht. Aber diese Deckung, die Sie dort haben, die ist so dicht, dass Sie der Sauerstoff, der im Wasser gelöste Sauerstoff, eben nicht zu einem Korrosionsangriff führen kann. Das ist die Geschichte der korrosionsbeständigen Stähle oder der chemisch beständigen Stähle. Und das ist eine Geschichte, die erzähle ich Ihnen in einem anderen Kapitel. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Mir hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön.